tatsächlich auch über Grenzen gegangen seid, unter anderem auch über musikalische Grenzen. Inwieweit wird es dann euch ab einem gewissen Punkt persönlich, beziehungsweise welche Grenzen würdet ihr niemals überschreiten? Ja, das ist eine gute Frage. Also generell schauen wir immer, dass wir in allen Songs Daniel und Karolin verbauen, weil es natürlich, wir glauben einfach, dass die Sachen, die Themen, die uns beschäftigen, einfach auch am besten in Songs funktionieren. Und ich glaube, das ist aber auch, da gibt es einfach so eine persönliche Grenze, dass man einfach so sagt, so, das ist noch ein Thema, das möchte ich gern als Sprache oder Musik verwenden, was ich jetzt so niemandem vielleicht erzählen würde, aber durch die Musik einfach erzählen würde. Und weiß man aber auch ganz genau, so weit würde ich gehen und so weit würde ich nicht gehen. Und bei dem Titel Grenzenlos haben wir auch tatsächlich musikalisch gesehen gedacht, wir müssen einfach mal neues Terrain erforschen sozusagen und haben uns dann vorgenommen zu sagen, ey, wir finden Hip-Hop total cool, wir finden die Musik richtig cool, lass uns mal mit Hip-Hop zusammenschreiben, was passiert. Die haben immer eine ganz coole Herangehensweise an Texten, an Texte ranzugehen, und das hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, haben auch unglaublich viel dabei gelernt, und so haben wir für uns so unseren Crossover gebildet, um quasi den Sound der zweiten Platte zu kreieren. Ja, du sagst doch gerade musikalisch neues Terrain. Textlich seid ihr auch sehr auf einem sehr privaten Niveau gelandet, sagen wir es mal so. Und ihr singt in einer sehr persönlichen Richtung. Ab welchem Punkt wird es euch da denn eben auch zu privat? Beziehungsweise welche Themen würdet ihr niemals besingen? Oder verarbeiten? Ja, also ich denke, da das alles so ein bisschen sehr viel mit Gefühl zu tun hat, also der ganze Schreibprozess und die ganzen Textideen, die man vielleicht hat, und wie der Daniel auch schon richtig sagt, wir schreiben einfach viel über Dinge, die wir selber erleben und die uns beschäftigen. Von daher würde ich sagen, uns geht es immer so, oder wir haben es auch so gemacht, dass wir alles schreiben, was uns so in den Sinn kommt, und alles, was wir erlebt haben, auch verarbeiten in Songs. Und wenn man den fertigen Song dann hat und man denkt, okay, irgendwie fühle ich mich nicht wohl dabei, weil er doch zu persönlich wird, dann lassen wir ihn doch lieber in der Schublade und stecken oder packen ihn dann nicht aufs Album. Also das ist, glaube ich, denke ich, so ein Gefühl, wenn man dann, das sagt einem ja irgendwie auch, also der Verstand, nee, das möchte ich nicht. Verstand sagen, wir möchten nicht mit Singles. Wie erklärt ihr euch denn dann zum Beispiel diesen großen Erfolg von eurer Hitsingle Echt? Ja, also das ist immer noch so ein bisschen unrealistisch für uns, wenn man da einfach drüber nachdenkt, was so die letzten eineinhalb Jahre passiert ist. Und was auch tatsächlich mit dem Song Echt war, was für uns ja so eine Art Initialzündung war, auf einmal ganz viel zu tun, und hat ja Goldstatus erreicht, auch die Single beim Bundesvision Song Contest, haben wir den vierten Platz gemacht zwischen namhafter Konkurrenz, und das war schon sehr cool für uns. Und ich glaube einfach, in Echt beschreiben wir ja einfach genau dieses Gefühl. Also das war auch die Inspiration des Romans von Hermann Hesse, Das Glasperlenspiel, in dem ja beschrieben wird, eine zukünftige Gesellschaft, in der es nichts mehr Echtes, Wahrhaftiges gibt. Und wir haben für uns aber gedacht, naja, also man muss schon aufpassen, dass man nicht auf so eine Gesellschaft hinsteuert, aber es gibt diese wahren, echten Momente, die jeder von uns kennt, und die bleiben einem auch immer in Erinnerung. Man weiß auch sofort, wenn sie da sind, wenn sie dann tatsächlich eintreffen. Und das war für uns, so haben wir diesen Song geschrieben, und uns hat es unglaublich gefreut, dass einfach so viele Menschen was damit anfangen können. Gerade Erfolg zu haben zwischen namhafter Konkurrenz, sprichst du an, wie geht ihr denn mit dem Konkurrenzkampf in deinem Musikbereich, in deinem Musikbusiness um? Also ich muss sagen, wir sind einfach total froh, dass wir das so machen können, wie wir es gerade leben dürfen. Und man bekommt es natürlich mit. Wir freuen uns eigentlich immer, wenn wir irgendwelche Kollegen, sage ich jetzt mal, Arbeitskollegen, hinter der Bühne treffen und mal mit denen sprechen oder sich mal so ein bisschen austauschen können. Und also bis jetzt ist eigentlich so, wir machen unser Ding, und ich denke nicht, dass da so ein richtiges Konkurrenzverhalten da jetzt irgendwie an den Tag gelegt wird, also von unserer Seite. Wie Karl schon richtig sagt, auch gerade so die Sommerfestivals bieten ja immer eine Chance, auch andere Künstler dann kennenzulernen, und da entstehen eher Freundschaften, wie das da Konkurrenzdenken entsteht. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache, weil im Endeffekt ist ja die Musikbranche auch eine kleine Welt. Man trifft sich und sieht sich immer wieder, und das ist auf einer Seite sehr, sehr schön. Okay, du hast doch gerade schon Hermann Hesse erwähnt. Drei Sätze von euch zu Hermann Hesse. Ja. Nobelpreis. Mit dem Glasperlenspiel ist alles möglich. Nur das Denken, das wir leben, hat einen Wert. Und er lebt ja am Bodensee. Genau. Eine Zeit lang. Okay. Ihr beschreibt euren neuen Musikstil oder das, was ihr in dem Album verarbeitet habt, als positive Melancholie. Was ist für euch positiv an Melancholie? Ja, also die Situation, dass man quasi aus einer Situation, die nicht so cool gelaufen ist im Leben, einfach sich was rauszieht und sagt, ich bin dadurch ein besserer Mensch geworden oder sogar ein stärkerer Mensch geworden, weil ich durch diese schwere Zeit oder einfach durch eine Situation gegangen bin, die einfach kacke war. Und man einfach rausgeht und sagt, hey, das war gut, dass ich das erlebt habe, weil ansonsten wäre ich heute vielleicht nicht dieser Mensch, der ich geworden bin. Und ich glaube, also generell, wir glauben immer, dass auch in allem Negativen, was passiert, immer was Positives mit drinsteckt. Also man muss es einfach nur für sich rausfinden und so sagen,
ey, auch wenn mal viel Kacke läuft, das hat bestimmt irgendeinen Grund gehabt, um mir eine andere Tür zu öffnen. Einschätzen, in die ihr euch entwickelt habt? Also es ist schwierig zu sagen, sich selber so einzuschätzen ist auch sehr schwierig. Aber wir haben natürlich in letzter Zeit wirklich viel erlebt und viel Neues erlebt. Und das Leben hat sich natürlich ganz extrem verändert. Dadurch, dass ich direkt von der Schule gekommen bin, mein Abi gemacht hatte, was ja eine komplett andere Welt ist in der Schule. Und dann wird man so in das Berufsbusiness, Musikbusiness reingeschmissen. Aber wir sind, glaube ich, auch, wie der Daniel schon gesagt hat, durch Situationen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, das ist ja bei uns auch nicht so gewesen, dass wir gesagt haben, ach, guck mal Leute, das ist unsere Musik, die wird dann auf den Markt geschmissen und ist sofort erfolgreich. Wir haben ja irgendwie jahrelang dafür auch gearbeitet, haben immer mehr dazugelernt und also wir haben jetzt natürlich noch nicht die größte Erfahrung, aber wir sammeln auch täglich irgendwie Erfahrungen und wachsen daran, denke ich. Also es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß gerade und wir sind auch sehr dankbar dafür, dass wir das so erleben dürfen. Schreibt ihr über Seelenverwandtschaft. Was bedeutet denn Seelenverwandtschaft konkret für euch? Ja, dass man quasi einen Menschen findet, mit dem man einfach sofort, also man sieht den Menschen oder man spricht mit dem Menschen und weiß irgendwie sofort, man schwebt auf einer Wellenlänge und man fühlt sich verbunden damit. Und bei Nie Vergessen ist es ja tatsächlich dieser Fall, dass man jemanden kennenlernt, quasi, ob es jetzt im Urlaub ist oder irgendwie unterwegs, und man muss sich aus irgendeinem Grund wieder trennen, aus Grund der Distanz oder was auch immer vorfallen kann. Und aber wirklich wieder, wie gesagt, aus dieser Zeit habe ich so viel rausgenommen, dass ich dann vielleicht sogar ein besserer Mensch wurde. Ich wünsche mir diese Zeit sogar wieder herbei, weil sie so toll war. Und darum auch wieder dieser Bogen zur positiven Melancholie. Und ich glaube, das weiß auch jeder Mensch sofort. Also viele Menschen werden sofort was mit identifizieren können, wenn wir sagen, ich sehe einen Menschen und irgendwie es macht sofort Klick und ich weiß irgendwie, da besteht so eine Seelenverwandtschaft. Vergangene Zeiten. Welche Band wärt ihr gewesen, wenn ihr vor 30 oder 40 Jahren berühmt geworden wärt? Ja, warte mal kurz. Ja. Achso, nee, ich habe gerade noch 40 Jahre zurückgerechnet. Achso. Ach so, ja, warte mal. 70er? 60er, 70er. Kraftwerk, Deepest Mode. Das ist auch toll, Deepest Mode. Okay. Wenn morgen Weltuntergang wäre, welcher Song wäre der letzte, den ihr vor dem Weltuntergang hören wollen würdet? Bittersweet Symphony von The Wolf. Das ist aber schwierig, da müsste ich parallel ein paar Songs anhören. Aber ich würde. Ich glaube, ich mag die so sehr gern. Ich würde mir Gewinner vielleicht anhören, aber das ist jetzt eine schwierige Frage auch, sich in die Situation hineinzuversetzen. Okay, bis dahin habt ihr noch ein bisschen Zeit, bis der Weltuntergang kommt. Ja, ich glaube auch. Hoffentlich. Was könnt ihr denn nach eurer 2013 Herbsttour, die ja noch ansteht, sagen, was da noch kommen wird? Habt ihr schon Pläne? Wenn ja, welche? Ja, also wie schon richtig gesagt, wir sind noch sehr viel unterwegs den ganzen September, bis auch die Herbsttour dann anfängt, quasi dann in Oktober, November rein. Und eigentlich ist das Jahr schon ausgebucht, wenn wir das haben wir gestern mal in den Terminkalender geschaut. Aber ja, es wird auf jeden Fall noch die ein oder andere Single geben aus unserem aktuellen Album Grenzenlos. Und wir sind noch sehr, sehr viel live unterwegs. Am besten alle Termine mal unter www.classplayspiel.com checken. Und wir werden auch bestimmt schon fürs eventuelle weitere Album schreiben. Mal sehen. Da gibt es auch schon wieder ein paar Ideen und so ein paar Niederschriften. Und ja, also wir freuen uns generell auf alles, was jetzt kommt. Und wir hoffen, es geht auch noch so ein paar Jährchen so weiter. Gut, dann warten wir mal den Festivalsommer ab und die Herbsttour. Und bis dahin ganz viel Erfolg und vielen Dank für das Interview und eure Zeit. Dankeschön.